Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play B&M 2. Wir befinden uns heute auf dem Ibisho Raceway, Hiroki Raceway, nicht der Ibisho Raceway. Und wir werden heute mal wieder ein paar sportliche Autovarianten testen. Ihr seht schon, da hinten haben wir ja schon Summers. Natürlich wieder mit KI. Das heißt, hier wird es zu einigen interessanten Crashes kommen. Und bevor wir anfangen, würde ich nur kurz sagen, morgen um, das ist eurer Zeit, 15 Uhr. Eurer Zeit 15 Uhr. Morgen 15 Uhr kommt der erste Vlog endlich. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Morgen 15 Uhr hier auf dem Kanal sein. Erster Vlog in Kanada, aus Kanada. So, wollen wir mal anfangen, würde ich sagen. Screenshot. So, wir haben hier eine Top-Speed-Variante vom 200px. Also ihr seht schon rechts, 354 km/h in Phoenix 1993. Sozusagen eine Rennvariante, die aber nur für Topspeed gemacht ist. Und wir haben links schon unsere Overtop-Warning. Oh, okay. Geil. Das ist schon mal gut angefangen. Also, Topspeed erreichen wir jetzt nicht wirklich. Das Einzige, was wir erreichen werden, ist den SPR4. Da werden wir einen Stupser geben. Großzügig, das ein Stupser zu nennen. Großzügig. Das war viel mehr als ein Stupser. So, so viel zu der Variante. Das passiert hier leider manchmal bei den Mod-Varianten, dass die einfach ihren Motor sofort explodieren lassen. Wobei, das war nicht sofort, der hat ganz gut sich besser. 100 mehr PS. Beta-Special. Es gibt so viele interessante Varianten, das ist immer schwer auszuwählen. Hi-Sai, HR-Tag, Rallycross, Upgraded Drift, Tuner. Drag. Nehmen wir mal HR-Tag. Nimm mal dich mal, ne? Einen schönen HR-Tag. Hoffen, dass der ein paar gute Rundenzeiten setzt. So, wir machen nicht gerne Rundenzeiten. So, dass er sich interessant fahren lässt. Oh, was jetzt? Hallo. Okay. Da meinte man. Was macht mein Laptop jetzt schon wieder? Ich muss mir die SSD kaufen. So, okay, also, gefühlt haben wir gar keinen Griff auf den Heckreifen. Weil der irgendwie anfängt, sofort weg zu. Ja, schwimmen schon fast. So wie sich das anfühlt, gar nicht viel rutschen an, ist eher schwimmen. Im Heck, boah. Was haben wir für Reifen drauf? Haben wir Öko-Reifen drauf oder was? Weil der sofort bricht das Heck aus, das ist ganz interessant. So hier, wow. Und der hat gefühlt gar nicht so viel PS, wahrscheinlich weil wir aber nur relativ dünne Reifen haben. Haben wir nicht wirklich große Reifen? Boah, fährt er sich schwammig, wow. So, und was macht unsere KI? Warum fährt ihr nicht rum? Könnt ihr mal irgendwo auftauchen? So, mal sehen. Jetzt versuchen wir uns mal hier ein bisschen an den Wagen zu gewöhnen. Curb mitnehmen. Für die, die es vergessen haben, denkt dran, es ist gerade das 24-Stunden-Rennen von Le Mans. So. Okay, wir driften hier mal rein. Walltap nenne ich das. So. Sie dürft auch schneller fahren. Ich habe die auf 220 eingestellt und die fahren hier so ganz Tempo. Okay, wollen wir noch ein bisschen auf Geschwindigkeit kommen mit dem, oder? Rechts ist die Speed-Anzeiger. So, wo dann fahre ich denn gerade? Fahre ich gerade richtig, um Speed aufzunehmen? Ich weiß nicht. Wir werden gleich sehen, wo wir rauskommen. Mal gucken, wo es zum okay, ich weiß, wo wir dann kommen. So, wir kommen gleich zu einer guten Speed-Passage. So. Schon, bisschen Gas geben. Und. Aber irgendwie, die KI. Meint gerade nicht zu uns kommen zu müssen oder so, ne? Wir verlieren die Kontrolle. Der war böse. Ein Schlag. Sag mal. Okay, sorry, jetzt müssen wir nachschauen. Ja, du steckst in irgendeiner Wand. Warum steckst du überhaupt in der Wand fest? Warum steckst du in der Wand fest? So, du fährst mega langsam. So, dahin. Danke. Du steckst da. Kein Wunder, dass die. Irgendwas macht sie, außer dass wir sie sollen. So, während unser Wagen weiterhin kaputt ist, komm, den rammen wir mal in der First Person hier links gegen, in der Echtzeit. So, dagegen, und jetzt rutschen wir rüber. Nochmal gegen die Wand, sieht jetzt im Spiel nicht so schlimm aus. War aber durchaus unangenehm. Ich weiß noch, als ich VR gespielt hatte. VR Gran Turismo. Minivan, Sport-Minivan. Einmal in den Niederlanden, als ich das gespielt habe, habe ich das Video drüber gemacht. Da. Keine Ahnung. Rallye ist falsch. Im VR hatte ich gefühlt einen Riesenunfall. Also, einen Riesenunfall, einen heftigen Einschlag.
Da sieht man mal, was ein bisschen, was so ein Unterschied die Perspektive macht, sage ich mal. Komm, okay, dann machen wir jetzt mal einen Frontal-Crash. Minivan gegen SPR4. Wer gewinnt? Na, wir sind getarnt ein bisschen, ne? Also wir mussten ja gewinnen, ne? Und wir haben einen Überrollkäfig. Das hilft uns auch durchaus. Jetzt geht's aber nochmal hier hinten gegen. Oh, nee, wir berühren uns nicht ganz knapp dran vorbeigerutscht. Während überall Teile durch die Luft fliegen. So. Also wir haben es ein bisschen besser überstanden als der SPR4, gebe ich zu. Ganze KI noch auf dem Weg. Oh, ja, hallo. So, lass mich das mal. Ich muss mal die Respawn Rate hochstellen, weil die ist ja irgendwie. So. Viel zu niedrig. So wie sieht unser. Oh, ja, das sieht nicht so gut aus. Fährt aber noch perfekt. Naja, okay, einlenken ist ein bisschen blöd. Boah, der fährt noch saugut. Unglaublich Schrott, aber er fährt. Okay, nevermind. Jetzt fährt er, glaube ich, nicht mehr saugut. Kommen wir vorbei oder war's das? Es ist schade, dass die KI nicht schnell. Zumindest macht ich. Aus irgendeinem Grund. So, okay, das wird vor, danke. Das Ding ist, glaube ich, ziemlich schnell, oder? Der SP, der Kaschier. Wow. Der Grip. Oh mein Gott. Krasser Minivan. Kein ABS, okay. Links rum. So, hier durchstarten. Boah, das Ding. Wow. Oh, hallo. Okay. Rückwärtsgang kriegen wir nicht. Okay. Okay, durchaus krass der Wagen. Muss ich sagen. Durchaus krass. Hier der SPF, Kaschierer. Der geht so krass ab. Und der wiegt, glaube ich, auch nicht viel. Ich meine, das ist ein Minivan. Aber der hat nichts drin außer zwei Rennsitze. Also, so viel kann er nicht wiegen. Und ein Überrollkäfig. Und gibt ordentlich Gas. Allrad zieht rum, Slicks machen Grip, der übersteuert ein bisschen. Schön, schön. Sehr schöne Balance der Wagen. Der ist geil. So. Irgendwann, wann auch immer das ist, wenn ich mal einen Lenkrad habe, müssen wir auf jeden Fall Nordschleifen-Rundenzeiten setzen. Gucken, welcher Wagen im BMG der schnellste ist. Und so ein bisschen die verschiedenen Varianten ausprobieren. So, wir kratzen ein bisschen auf dem Asphalt mit unserem wunderbaren unserer Actionstange, während wir hier driften. So. Okay, machen wir unsere Actionstange mal ab. Ach, das war ein bisschen mehr als die Actionstange. Das ist eigentlich zu geil. Das müsste man dann echt wirklich mal machen. So einfach so einen extrem unsportlichen Wagen sportlich machen. Ich weiß, es gibt einen Hellcat, Prius, wo sie einfach den 717 PS Motor von der Hellcat eingebaut haben. Das ist durchaus geil. Aber einfach nur, keine Ahnung, irgendwas richtig Unsportliches neben komplett hochtunen, dass es so richtig ein Track Monster ist. Das wäre halt schon lustig. Was auch lustig ist, weil das sind Unfälle. Deswegen machen wir da jetzt noch ein, zwei. Und zwar nehmen wir dann nochmal die Burnside. Die Wagen nehmen wir selten. Burnside. Er hat eine große Amerika-Flagge auf die Mine. Okay. Schön auch die Markierung in dem Stell. So, wir müssen aufpassen. Erstmal aus dem Kiesbett rauskommen. Das ist dem Sand, mit dem Kies. War nicht ganz so recht. Wir haben sogar ein. Was ist denn das? Haben wir ein Radio da drin, oder? Was soll das sein? Soll das ein Radio sein? Ja, nehmen wir mal an. So. Okay, ja, dass der Wagen Radio hat, ist jetzt nicht unbedingt so realistisch. Aber, gefühlt erstmal, dass ich den Screen so bemerke. Vor allem, weil das weniger aussieht wie so ein klassischer. Genau gegengeknallt. Fuck. Autsch, das tut weh. Okay, das ist unangenehm. Huh. Aua, aua. Okay, das soll es aber auch für die heutige Folge gewesen sein. Wie immer, wenn ihr Mundschaft habt, in die Kommentare. Morgen, 15 Uhr eurer Zeit, kommt der erste Vlog. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Würde mich super freuen, wenn ihr da reinschaut.
Damit kann ich sicher, das ist ganz geschickt. Nächstes. Tja.